rechts abbiegen in die Straße Route de Carlescan. Oh mein Gott, gebt euch mal diese Steinreihen. Das habe ich noch nie gesehen. So gigantisch große Steine. Ich frag mich, wie schafft man das, diese Steine, vor allem so viele, hierher zu schaffen? Guckt euch mal allein den an. Ah, da guckt aber jemand grimmig. Was sind wir denn heute so schlecht drauf, Herr Stein? Wenn man jetzt diese beiden Steine ansieht, der im Vordergrund, der fast aussieht wie ein Ei, und im Hintergrund diesen extrem spitzen Stein. Das ist fast wie so männlich und weiblich. Hier so dieses runde, gebärmutterartige Prinzip und hier dieses phallische Prinzip. Und es gibt ja auch Leute, die den Steinen solche Charakteristiken zuteilen und die auch sagen, nö, nö, das war kein Zufall. Das haben die Menschen sicherlich schon so bewusst gemacht in der Vergangenheit. Weil man sieht ja auch irgendwie, für mich sehen gerade diese runden Steine, sehen die aus, wie wenn die ein bisschen bearbeitet wurden. Oder liegt sowas einfach so in der Landschaft herum? Und hier am hinteren Ende dieser Steinreihen ist ein Ganggrab. So, das ist sozusagen jetzt der Blickwinkel hier von dem Grab. Und die Steine im Hintergrund. Also ich denke, da muss es eine ganz starke Verbindung gegeben haben. Zwischen diesem Grab hier und den Steinen. Und es gibt ja Leute, die die Theorie vertreten, dass diese Steine die Ahnen repräsentieren, die verstorbenen Menschen. Und je nachdem, welchen Rang und welche Stellung dieser Mensch innerhalb der Gesellschaft hatte, wurde ihm ein entsprechender Stein aufgestellt. Es ist halt interessant, dass die alle in Reihen stehen. In England sind es ja eher Kreise. Das heißt, was hat das mit diesen Reihen auf sich? Was ist da die Bedeutung dahinter? Und der, finde ich, sieht von der Seite hier schon wieder ein bisschen wie so ein Profil aus. Man sieht das hier unten nicht so gut, weil das da ein bisschen so verwachsen ist. Aber hier, der lächelt sogar. Der ist sogar glücklich. Hier, so wie wenn hier die Augenpartie ist und dann hier so die Höckernase. Und dann geht es hier so runter. Und auch da gibt es Leute, die eben sagen, dass diese Profile, die man in manchen Steinen sieht, manche auch nur in der Kombination aus dem Spiel zwischen Licht und Schatten, dass auch das kein Zufall ist. Und von dem her könnte sowas die Theorie unterstützen, dass das hier so eine Art Ahnentempel ist. Und da vorne in dem Grab wurden dann die Menschen beerdigt oder rituell verabschiedet. Und statt einem Grabstein gab es halt dann sowas hier. Also der Stein ist definitiv der mürrische Onkel, der immer negativ drauf war. Jetzt regnet schon wieder. Oh, schon wieder kalt.
Und das ist Schnute Otto. Otto zieht immer eine Schnute. Ja, es würde mich mal interessieren, was ihr denkt, was die symbolische Bedeutung hinter diesen Steinreihen sein könnte. Also gestern habe ich ja diese Steinreihen hier besucht und heute bin ich jetzt hier. Und ich muss sagen, die gefallen mir jetzt fast noch besser als die von gestern. Aber ihr seht schon, hier gibt es echt noch einiges. Wenn man noch nicht genug Steine gesehen hat, jetzt um nochmal auf die Symbolik zu sprechen, zu kommen, wenn man mal guckt, wie diese Steinreihen in der Landschaft liegen, dann sind die ja jetzt zum Beispiel nicht so nebeneinander, könnten die ja auch sein, sondern die sind wirklich hier in so einer, eben auch, da ist so eine Chronologie drinnen, fast so wie eine Timeline. Und so ist es bei den Steinen ja auch, dass vorne die großen sind und nach hinten werden die kleiner. Hier sind die großen und nach hinten werden die kleiner. Könnte das vielleicht Generationen darstellen? Ja, das war mein wunderbarer Besuch bei den Steinreihen von Kermarion. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert. Alles Liebe und bis zum nächsten Video.